Hallo Freunde! Hallo Linus. Ja, egal. Leute, ihr habt mir Fragen gestellt, beziehungsweise ich habe euch gesagt, dass ihr mir Fragen stellen sollt und jetzt habt ihr mir auch Fragen gestellt und die werde ich heute in diesem Video beantworten. Ich habe eine Bitte an euch. Wenn ich euch das nächste Mal auffordere, mir Fragen zu stellen, stellt mir bitte mehr vernünftige Fragen. Weißt du, wieso die mir mehr vernünftige Fragen stellen sollen? Ich wurde gefragt, will ich lieber einen Bären oder einen Gorilla als Haustier haben? Ja, ich nehme den Gorilla, weil Donkey Kong. Donkey Kong ist wild. Meinung zu Donkey Kong? Ehrenbruder, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Was machen Sachen? Wir sind hier auf diesem Berg mit einer atemberaubenden Aussicht und nehmen dieses Video auf. Linus sitzt einfach nur da und ist halt Linus. Alex sagt, nein, machst du nicht. Doch, ich nehme dieses Video auf, wie du siehst. Was heißt Transformers rückwärts? Willst du uns das vielleicht sagen? Nein. Okay. Aber du weißt das doch. Sremrovsnacht. Wie? Sremrovsnacht. Genau. Wieso stellst du mir eigentlich solche Fragen? Ich war das nicht. Was für Musik höre ich? Also laut Spotify habe ich dieses Jahr 47 verschiedene Genres gehört und mein... 86. Ha? Ich habe 86. Okay. Aber mein Lieblingsgenre war laut Spotify russischer Pop. Ich höre aber auch Deutschrap und eigentlich relativ viel. Außer Schlager. Schlager hasse ich von tiefstem Herzen. Und Hardstyle liebst du auch. Mike, ja... Mikey hat gefragt, ob wir Party machen und ich ausgebe. Ich weiß. Aber für die Leute, die mich kennen, die wissen, dass... Ich rede da nicht drüber. Mikey, das ist gerade ein ganz schlechter Moment. Was zahlst du im Monat für den Lexus? Versicherung, Tank etc. Zahle ich dafür. Also Versicherung jährlich liegt bei Haftpflicht. Also der Haftpflichtbeitragssatz ist knapp 500 Euro. Teilkasko ist nochmal das gleiche. Sind ein paar Euros, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel das monatlich ist, aber ich bezahle das nämlich immer halbjährlich und das ist halt... Versicherungstechnisch ist das Ding deutlich teurer als der Mazda, aber da ist halt auch ein Luxusschiff, so was soll man sagen, ne? Tank, ja, das hängt von meiner Fahrweise ab. Man kann ihn sparsam fahren, man kann es auch nicht tun. Ich bin eher einer der Art, die es nicht tun, weil ich liebe mein Gaspedal. Deswegen, also tanktechnisch ist das schon ein bisschen mehr als beim Mazda. So. Und jetzt. Okay. So, jetzt zu den Fragen. Ich habe mir jetzt einfach nur, sage ich mal, die vernünftigsten von letztem Mal rausgeschrieben, weil ihr bekommt es nicht hin, vernünftige Fragen zu stellen. Aber du musst mir gleich helfen bei der Beantwortung von einer ganz bestimmten Frage. Okay, die erste Frage war, wann kommt mein neues Motorrad? Einige wissen, ich möchte jetzt seinetwegen, weil er mich wieder auf Sportler gebracht hat, damit wir auch die nächste Frage beantwortet, Sumo oder Sportler, Sportler. Ist es für mich, aber das liegt auch daran, dass wir auf dem Dorf leben und man hier auch gelegentlich mal auf abgesperrter Strecke schneller fahren kann. Deswegen, ich möchte auf jeden Fall irgendwann, wenn ich die finanziellen Mittel dazu habe, eine Sumo und eine Sportler haben. Aber jetzt, wenn ich den offenen Schein nächstes Jahr habe, wird es erstmal eine Sportler. Wann das Motorrad kommt? Nächstes Jahr, das habe ich jetzt gerade gesagt. Aber wahrscheinlich im Frühjahr, denke ich mal. Wenn ich dann den offenen Schein habe, dann wird das auf jeden Fall nice. Was ist mit Mazda passiert? Das habe ich im Lexus-Video gesagt. Guckt es euch an, wenn ihr es euch noch nicht angeguckt habt. Das Vergleichsvideo, das was ich jetzt vor diesem hochgeladen habe, packe ich aber am Ende des Videos auch noch da nach rechts. Dann wisst ihr Bescheid, könnt ihr euch nach dem Video direkt reinziehen. Ich habe den Mazda getauscht gegen den Lexus. Es war ein 1:1 Tausch, also ich habe nichts drauf gezahlt, er hat nichts drauf gezahlt. Wo ist die Karre her? Die Frage war, glaube ich, zu deiner R1, weil ich das Fragenbild auf der R1 gemacht habe. Möchtest du uns vielleicht was sagen? Die Zuschauer wissen es noch gar nicht. Ich habe meine R1 32 gezogen. Ich kann die zwar erst nächstes Jahr fahren, aber das Geld war da, also warum nicht? Das war auch jetzt kurz der Sideflex dafür, dass du kein Geringverdiener bist, ne? Deswegen fahre ich dieses Auto, ne? So, und jetzt die Frage, lohnt sich der A1-Führerschein? Ja.
Das war schnell beantwortet. Wieso würdest du sagen, dass der sich lohnt? Leute, ihr könnt mit 16, ihr könnt mit 16 Motorrad fahren. Das ist schon mal der erste Aspekt. So. Klar, ihr habt nur 15 PS. Lass mir das außen vor, dass man langsam ist wie ein Rasenmäher und dass man sich anhört wie ein Rasenmäher. Aber ich finde einfach, vor allem hier auf dem Land, man ist einfach ein Lappen, wenn man sich nicht mit 16 hin und her bewegen kann, sondern immer irgendwie die Mutter fragen muss. Jo, kannst du mich da hinbringen, kannst du mich da hinbringen. Ja, und was noch dazu kommt, wenn ihr wirklich vorhabt, ernsthaft später auch Motorrad zu fahren, könnt ihr in diesen 2 Jahren, auch wenn es wenig Leistung ist, aber schon mal Erfahrung sammeln, weil Erfahrung, die ihr mit einem Auto auf der Straße macht, ist immer noch ein bisschen was anderes wie auf dem Motorrad. Und ich finde das eigentlich relativ sinnvoll, dass man dann diese 2 Jahre schon gut nutzen kann, um sich da ein bisschen dran zu gewöhnen, weil dieser Umstieg von A1 auf A2, wenn ihr dann weiter Motorrad fahren wollt, wird ziemlich krass sein, leistungstechnisch, und da wäre es halt nicht vorteilhaft, wenn ihr keine Ahnung habt, wie ihr ein Zweirad auf der Straße zu bedienen habt oder wie ihr halt in gewissen Situationen reagiert, wenn irgendein BMW-Fahrer mal wieder meint, ohne Blinken direkt vor euch ausscheren zu müssen und erstmal straight up in eure Spur fährt, werdet ihr öfter alles haben. Deshalb A1 ist auf jeden Fall, wenn ihr die finanziellen Mittel dazu habt, eine sehr gute Entscheidung. Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ja, außerdem, es macht auch eigentlich echt Spaß. Kurvenfahren macht super Spaß, weil die einfach super leicht sind. Aber Leute, tragt eure Schutzkleidung. Jo. Wir sehen so viele Leute auf unseren Strecken, die einfach nur in Jeans fahren und dann das Knie zum Knieschleifen auf den Boden bewegen wollen, aber nicht mal Knieschleifer dran haben. Ja, und das sind halt die 125er Fahrer zu 90%. Ja, aber Leute, ihr als meine Community macht das sicherlich besser. Ihr zeigt den Leuten, wie es geht, denn ihr seid alle Next Level Rossi, so, wisst Bescheid. Ja, damit wäre die Frage auf jeden Fall beantwortet. Das Problem ist jetzt, wir haben noch nicht genug Content, um... Da fahren wir noch ein bisschen rum. Dann fahren wir jetzt einfach noch ein bisschen. So Leute, wir fahren jetzt noch ein bisschen. Ah! Oh ja, hab ich auch. Dreimal hintereinander. Mann. Ei. So. Können wir. Guckt euch diese wunderschön. Okay, Entschuldigung, das war wahrscheinlich windtechnisch sehr, sehr laut. Dein Auto zieht neuerdings noch mehr nach links, ne? Ja, wollen wir das mal kurz zeigen? Ja, komm. Ja, warte. Boah! Jo! Boah, Digga! Mein Visier ist das! Perfekt!